Was ist? Nichts, Zombie. Ich bin doch hier. Das ist doch hier. Mann. Ich glaube, hier ist es so stark zerbombt, dass ich es nicht mehr finde. Ich sehe sogar den Cobblestone, wo ich hier hingebaut habe, als ich an ein paar Sachen ran wollte. Wieso finde ich das bloß nicht mehr? Das ist hier echt total stark zerbombt. Warum sind hier nicht mehr meine Sachen? Hast du die aufgesammelt? Ich habe nicht deine Sachen aufgesammelt. Ach, das war hier. Ich hab's gefunden. Das ist komisch. Ich war genau in der Nähe und jetzt finde ich meine Sachen nicht mehr. Ich leg mich erstmal. In welchem Bett liegst du? Ich lieg in dem hier. Okay. Oh, wenn ich auf mein Bett rumspringe, dann tue ich mir den Kopf anhauen. Ja, hast du was zu essen? Vielleicht, was kriege ich dafür? Ein Dankeschön. Hier, da ist eins, da liegt auch Steak. Danke, weil ich bin tot. Oh. So gut wie. Ich muss jetzt noch meine Sachen finden. Jetzt kann ich richtig rausspringen, yeah. Mann, wo sind meine Sachen? Mann, weißt du, wie viel Eisen das war? Nein, sag mal. Sehr viel. Glaube ich. Wow, so viel? Ja, und das, Mensch, ich war doch hier. Wo sind die Sachen hin? Da liegen Pfeile. Warum lebt der Zombie noch? Ach, jetzt brennt er. Hier sind noch mehr Pfeile, noch mehr Knochen. Ich gehe raus, ich will raus. Raus, raus. Mensch, das ist doch hier alles weggesprengt worden. Boah, nee, ich kann's nicht glauben, wenn das jetzt alles weg ist. Nee. Böse. Ein Skelett, ein Zombie und eine Spinne jagen mich. Mhm. Aha. Ahaha, die brennen. So. Ich seh dich. Sauschäle. Könntest du mal gucken, ob hier so in der Umgebung von diesem weggesprengten Loch. Warum brennt das nicht mehr? Jetzt brennt's doch. Aber es hat gerade nicht mehr gebrannt. Ob hier in der Umgebung von dem weggesprengten Loch ein paar Sachen liegen? Das müssten ziemlich viele Sachen gewesen sein. Ziemlich viel Kohle und Eisen und so. Ja. Oh, hier ist ein Stollen, also ein tiefes Loch. Findest du es nicht? Was? Die Sachen, die müssen hier doch irgendwo sein. Also ich sehe sie bisher nicht. Och, vielleicht nee. Sind sie ja kaputt gegangen. Ja, wie denn? Durch TNT? Durch TNT. Nicht hier so den Creeper halt. Hallo, Spinne. Ich find's okay. Gut, dass die mich nicht angreift, so am Tag. Ja. Ich sehe dich. Vielleicht hängen sie auch in den Bäumen? Nee, bestimmt nicht. Hm. Werden Sachen kaputt gemacht, wenn man von einem Creeper in die Luft gesprengt wird? Eher nicht, oder? Doch, ein paar Sachen gehen futsch. Aber nur ein paar, ne? Nicht alles. Na also, dann müsste das ja irgendwo sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier war, weil ich bin in die eine Höhle da gegangen. Also bist du hier, also du bist hier außen draußen gestorben, hier? Ja, da wo die Sprenglöcher sind und hier sind irgendwo anders Sprenglöcher, also ja. Warte, war das hier ein Loch, das war das schon vorher oder hat das der Creeper gemacht, was ich irgendwie nicht glaube? Nein, bitte, nein, warum, oh nein. Bist du schon wieder gestorben? Wenigstens weiß ich, wo das Baumhund ist. Weißt du was, ich suche dir jetzt. Ich hab ja eh nichts zu verlieren. Du machst dein Ding da und ich mach mein Ding hier in der Wildnis, okay? Ja, Survival okay. Man. Warum sehe ich den Death Point nicht auf der Karte? Ich glaube, ich mach mal hier. Ah doch, den sehe ich, der war da. Der Death Point ist mit einem blauen X gekennzeichnet, oder? Keine Ahnung, bei mir ist er mit einem roten X gekennzeichnet. Also generell einfach mit einem X. Ich sehe deine Sachen. Ah, jetzt sehe ich's, okay. Echt? Ja, also nicht dein, also die du gerade eben verloren hast, die Spinne. Ach so. Warum greift mich die Stimme in der an, ist es Tag? Hast du sie verärgert? Nein, ja, die hat mich auch einfach so angegriffen. Weißt du was, ich geh jetzt erstmal da gucken, wo ich die zuletzt gefunden habe, was jetzt ein bisschen schwierig werden könnte, da ich nicht mehr die Minimap hab, aber okay. Ich weiß ja, wo das zu Hause ist. Ich denke, ich werde es irgendwann wiederfinden. Ich glaube, ich bastel mal ein bisschen Rüstung, oder? Okay, ja. Ist nicht schlecht. Ach, hier war der Waldbrand. Die haben uns danach im Nachhinein erzählt, dass die das angezündet haben. Also ja, Evolution was. Also, ja, ich will damit jetzt mal nichts dazu sagen. Oder doch, ich kann es mir nicht verkneifen. Warum macht man sowas? Keine Ahnung. Um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ich meine, in einem Battle, wo es irgendwie darum geht, genau das Gegenteil zu erreichen. Vielleicht wollten sie uns Angst machen. Ach, das war hier. Hier bin ich wieder. Hallo, du alter Schlafplatz mit Kohle und Kühen und allem drum und dran. Wo habe ich mich denn hier reingegraben? War das hier? Nee, das war hier. Nee, weg du Kuh.
So, ich habe jetzt mal so ein bisschen was gemacht. Ich habe jetzt für dich einen Helm und ein paar Schuhe und für mich auch. Okay. Aus Eisen. Nice. Ich soll nicht so viel nice sagen. Das ist ein ernsthaftes Problem. Mensch, warum? Hier irgendwo habe ich mich doch, sagt mir einer immer wieder. Keine Ahnung. Also wenn du nicht nice sagen darfst, darfst ich dann sagen. Okay. Okay. Nice. Mensch, was ich habe gesagt. Ja. Ach, ich glaube, das war hier. Nein? Doch. Ach doch. Nee, hier ist was anderes. Okay. Ich hole jetzt ein bisschen Erde, weil wir haben keine Schaufel. Ja, ich weiß. Warum haben wir keine Schaufeln? Weil du keine mehr gemacht hast. Test. Ja. Ich habe jetzt aber mal 4 Steinschaufeln gemacht. Okay. Mann, warum finde ich das nimmer? Ich habe mich doch hier eingegraben, habe dann übernachtet und dann habe ich den Tunnel gegraben. Etwa da durch. Warum finde ich den einfach nicht mehr? Mann. War das hier? Ja, das war hier. Das war sowas von eindeutig hier. Na gut, dann... Warum leckt der Server eigentlich so bei mir? Ich bin der Localhost, warum leckt er? Das nervt. Na gut, dann muss ich es eben auf die harte Tour machen. Also ganz, also ich sammle jetzt ein bisschen Erde und mach mal dieses Sprengloch zu. Okay. Weil das ist ja irgendwie nicht so gut, dass das offen ist. Nee. Weißt du, dieser Bug hier, dass ich durchsehen kann, der ist echt nützlich. In einem Video, wo ich es nicht mal gesehen habe, hat dann einer geschrieben, dass ich die, dass da einer rumlief. Und das hat dann wirklich auch noch gestimmt, ja. Das habe ich gar nicht selbst bei der Aufnahme gesehen, aber der ist dann da wirklich da rumgelaufen. Ich glaube, ich muss jetzt echt da runter. Ich frage mich, wo die jetzt wohl sind. Naja. Das werden wir wohl sicherlich bald sehen. Mhm. Soll ich eigentlich das Loch da von dem Creeper ganz zu machen oder nur oberflächlich eine Schicht drauf? Das ist eigentlich egal, würde ich sagen, oder? Ich glaube, ich mache oberflächlich eine Schicht drauf, weil sonst braucht das zu viel Erde und so. Ja, mach das. Wo könnten die gewesen sein? Ich will... Ja, Evolution sagt sie, ja, die haben alles ganz, ganz zugebaut. Ich hätte die... Hier sind sogar noch Sachen von denen. Wow. Ich glaube, die bauen hier noch. Ich glaube nicht, dass die endgültig weg sind. Ja, okay, erstmal alle Sachen mit... Ja, okay, aber wertvolle Sachen sind jetzt auch nicht gerade. Aber Holz und so, da kann ich mir wenigstens mal ein paar Holzsachen machen. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Also wir nehmen jetzt ca. 25 Minuten auf, wollte ich nur mal gesagt haben. Okay, die haben hier alles, die haben eine kleine Unter- und einen Creeper haben die auch. Einen eigenen Privat-Creeper. Oh, das will ich auch. Ja. Jetzt für 59,95. Mann, was hatten die hier vor zu bauen? Hier ist ja voll übertrieben viel. Das ist total groß. Das ist typisch für die, oder? Immer erst bauen und dann... Ach, hier geht's noch weiter. Schön versteckt mit Gravel. Ja, okay, aber sonderlich viel ist ja auch nicht mehr, oder? Nee. Hier ist nichts mehr, oder? Hier ist noch mehr Erde. Hallo? Die haben alles ständig zugebaut. Als ob man das nicht sieht. Nö, da ist einfach nur so Gravel und Erde. Nee, da ist bestimmt nichts dahinter. Überhaupt nicht, nein. Oder hier genauso. Aber der hat doch echt gesagt, ja, wir haben alles zugebaut und so, ne? Ja. Also der Eingang, wo ich reingegangen bin, der war nicht zugebaut. Also verhältnismäßig zugebaut. Ja. Hier geht's noch weiter. Huch. Okay, tschüss. Na toll, jetzt muss ich mich jetzt zubauen. Creeper, hau ab. Ich will nichts von dir. Ich will nichts von dir. So, jetzt habe ich ein bisschen Erde. Ich glaube, ich ziehe mich wieder nach Hause. Okay, jetzt ist er in die Luft gegangen. Okay. Das Mist. Haus ist so, zu Hause ist so weit weg. 100 Meter. Wir haben keine Werkbank. 100 Meter? Echt so weit? Ja, das ist... Also ganz im Ernst... Die 100 Meter von Minecraft sind deutlich mehr als 100 Meter in der Realität. Glaube ich ehrlich gesagt auch. Mhm. Okay, ich mache mir jetzt erstmal ein Schwert. Die haben Smooth Stone. Wieso haben die so viel Smooth Stone? Keine Ahnung. Was hatten die damit vor? Smoothen. Meine Güte. Kann man sich Steinrüstung machen? Nee, ne? Nee. Ich frage mich mal, es gibt ja so Chain, also Kettenhemd. Wie macht man sich das? Das weiß ich nicht. Aus Eisen wahrscheinlich. Nee, wenn aus Eisen macht man ja normale Rüstung. Eisenrüstung. Okay. Ich brauche mal nachgucken. Ich brauche was zu essen und ich brauche Wolle. Dann kann ich mir ein Bett für unterwegs machen. Oder ich komme wieder nach Hause. Ich weiß nicht. Komm nach Hause, ich bin so einsam. Macht ihr jetzt eigentlich so eine Art Wanderwirtschaft? Also, dass wir euch schon noch finden können oder. Dass wir euch gar nicht finden können oder macht ihr euch eine Base? Es ist und bleibt ein Rätsel.
Ja, weil wenn wir euch überhaupt nicht finden könnten, dann wäre es ja eigentlich auch doof, ne? Wenn man keine Base hat. Lasst euch überraschen. Okay. Ich sag mal so, wir sind nicht meilenweit weg. Also wir sind nicht Millionen Kilometer weit weg. Aber ihr seid aber weit weg. Ja, so, ja, kann man so sagen. Ja, wir sind auch etwas weiter weg, aber wir sind so etwa so nah dran wie beim ersten Battle. BTW, können wir schlafen? Nee, können wir nicht. Habt ihr wieder keine Betten? Ich kann Nein. Ich kann schlafen. Ich kann aber nicht schlafen, das ist das Problem. Aber Moment, gleich können wir schlafen. Seid ihr eigentlich wieder in Höhlen oder so normal? Es ist und bleibt ein Rätsel. Klar, okay. Wir haben ein kleines NPC-Dorf aufgebaut, weißt du? Ja, schön. Da sind auch schon ganz viele NPCs drin. Vor allem cool. Schon hier die ganz neuen aus der neuen Version, die noch gar nicht da ist. Okay. Ah, okay. Ich habe keine Kohle, das ist doof, weil ich muss jetzt eigentlich was essen. Wo habe ich die Stöcke hingetan? Da ist der Spawn-Turm. Einer hat ja geschrieben, wir sollen uns eine Base unterm Spawn-Turm bauen, aber naja, da ist Spawn-Protection. Mhm. Also ich könnte bauen, aber die andere nicht. Ja, ich habe Admin-Rechte. Oh. Ich habe keine Fackeln mehr. Ach, Mist. Nicht? Nee. Okay, also ich kann gleich schlafen, ne? Habt ihr es gehört? Ja, wir haben es gehört. Okay. So, dann ich hier leg schnell. Ich lege mich mal ins Bett. Mach das. Und nehme fast eine halbe Stunde auf. Gut. Okay. Also circa zwei Parts. Ja. Dahin und dann mache ich. Ich habe kein Holz. Okay, vergesst es mit dem Schlafen. Wir können absolut nicht. Ach. Wieso nicht? Ich habe kein Holz. Für Bett machen. Holz ist doch genug da. Ja, eben nicht. Das ist das Problem. Okay, das ist schlecht. Ich gehe mal schnell was hacken, wenn mich hier kein Viech erwischt. Nö. Ich muss extrem aufpassen. Ich habe total wenig Leben und bin so gut wie fällig. So, was kann ich machen? Ich habe Angst rauszugehen, weil draußen ist dunkel und da sind Monster und ich mag keine Monster. Okay. Außerdem habe ich zu viel zu verlieren. Mhm. Okay, eigentlich nicht. Ich habe Dreck und ja. Ich weiß gerade echt nicht, was wir machen sollen. Sollen wir eher, na toll, jetzt bin ich gleich ganz tot. Sollen wir eher so jetzt warten, bis die zu uns kommen oder? Keine Ahnung, da fragst du den Falschen. Okay. Oder die suchen, weil wenn die jetzt so weit weg sind und wenn die sich richtig gut verstecken, dann könnte auch das ein großes Problem werden. Ich bin jetzt mal ein bisschen draußen und ärgere ein paar Monster. Also ich lieg jetzt. Du liegst? Ach. Ihr liegt? Ja. Nee, ich lieg nicht. Ich bin ja, also ich und wollte Monster ärgern. Ich auch. Okay. Erstmal die Monster loswerden, damit ich wieder reingehen kann. Na so. Weil sonst verfolgen die mich und... Na gut, zumindest habe ich ja jetzt schon Home gesetzt, wenn ich einmal drin gelegen habe, liegt oder? Hier? Yannick liegt nicht. Ich muss Monster loswerden. So, erstmal ein bisschen Licht hier reinlassen. Licht in die gute Stube reinlassen. Und die Werkbank aufgammeln. So, jetzt bin ich drin. Ha. Unbeschadet. Ach komm, ich kann nicht schlafen, weil die Monster sind. Jetzt kann ich... Wir liegen. Wir auch. Ich auch. Hast du einen Hund? Nö. Ah, okay. Warum? So, nur so. Was gequietscht hat? Ja. War meine Tür. Ach so. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Ja, auch wenn, obwohl ich ein deutliches Hinweisschild an meine Tür geklebt habe, dass ich nicht gestört werden will, kommen jedes Mal bei fast jedem meiner Aufnahmen irgendwann meine Eltern rein und wollen, was weiß ich, essen. Keine Ahnung. Naja, wenigstens nicht so schlimm. Ich habe mir mal ein Video von jemandem angeschaut. Das Bett hier lasse ich einfach mal stehen. Der hat so ein Minecraft-Let's Play gemacht. Der war etwas jünger. Ziemlich etwas jünger. Sehr ziemlich etwas jünger. Und nun ja, gleich am Anfang in den ersten 10 Sekunden hat er dann so richtig ins Mikrofon reingeschrien. Ich kann gerade nicht. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Er hat es nicht rausgeschnitten. Man hat es gehört.
einem sind die Ohren rausgefallen, weil der war eigentlich erst so leise und dann war der so laut. Ich war dann schon richtig, richtig sauer. Vielleicht wollte er das ja machen. Er wollte einen verarschen, indem er zuerst ganz leise spricht, dass man laut macht, dass man ihn gescheit hört und dann schreit er rein. Hm, wahrscheinlich. So, ich habe jetzt aber echt keine Ahnung, welche Richtung ich überhaupt erst Hallo, gehen Mr. soll. Creeper. Ach, weißt du was? Ich glaube, ich gehe nach Hause. Mach das. Weil ich meine, was soll ich hier? Aber was soll ich hier? Die werden uns ja sowieso irgendwie finden. Hm. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Die Rüstung bringt irgendwie mal, also die geht nicht mehr kaputt. Doch, natürlich geht die kaputt. Also bei mir irgendwie nie, wenn ich von Monstern getroffen werde oder dann geht es direkt auf mein Leben und nicht an die Rüstung. Ja, das geht schon ein bisschen an die Rüstung, aber das braucht erst Zeit, das merkst du erst irgendwann später. Und vor allem geht sehr viel kaputt durch Creeper-Explosionen und wenn du fällst. Ja, durchfallen. Deshalb finde ich zum Beispiel Diamantrüstungen vollkommen unnötig. Eisenrüstung ist sowieso schon total stark. Ja. Ich meine, Diamant, da kann man das doch für was anderes verwenden. Gebt ihr uns einen Tipp, in welche Richtung ihr etwa seid, dann geben wir euch auch einen Tipp. Komm, das machen wir, oder? Das hättet ihr wohl gerne. Ja, wir geben euch auch einen Tipp und der ist ehrlich. Okay, wir geben auch einen Tipp. Wir können auf den Spawnturm gucken. Wie bitte? Wir können auf den Spawnturm gucken. Okay. In die Richtung, man kann auch von unserer Richtung raufgucken und wie du weißt, zeigt der Spawnturm in alle Richtungen. Ja, das ist das Beste, ne? Ja, also wir können nicht drauf gucken und wir sind in der Nähe vom Moor. Aber ihr wisst ja, hier ist überall Moor. Also von daher. Ja, stimmt. Okay, weißt du was? Ich laufe jetzt einfach alle Richtungen ab und töte dabei Kühe und irgendwann geht denen die Nahrung aus und ja. Du tötest alle Kühe, bis sie verhungern. Genau. Weil ich für selbst Essen brauche. Aber das ist ja eigentlich ein bekannter Schachzug beim Krieg. Eigentlich schon, ja. Ja. Also, hier ist so viel Wald. Dass es so sich ergibt. Ich kann hier eigentlich überall suchen. So, jetzt wird mal die Creeper-Explosion. Oh, wir müssen den ganzen Baum drüber fällen, weil sonst. Ein Baum, der so in der Luft schwebt, ist ein bisschen verdächtig. Allerdings. Und Leute, schaut euch doch mal bei BGLPs Folgen auf, weil ich laufe hier in der Gegend und suche die Karte. Das ist vielleicht etwas langweiliger. Ich denke, also bei ihm wird es interessanter sein. Also, ich mache gerade ein Loch mit Erde zu. Das ist jetzt nicht unbedingt interessanter. Okay. Aber kein Problem, kommt, guckt alle, ja. Abonniert ihn, bitte. Ja, sagt eurem Freund, ich will 1 Million Abonnenten haben, damit ich steinreich werde. Okay, also hier sind sie wahrscheinlich nicht, weil hier wurde keine Kohle mitgenommen. Deshalb nehme ich die Kohle gerade mal mit für Fackeln. Hallo, du Zombie. Hallo. Autsch. So. Damit ich wenigstens ein bisschen Kohle habe. Weißt du, was ich beschissen fände? Das wenn wäre das dieses Mal genauso mit den Creepern wäre wie das letzte Mal. Was erinnerst du dich noch? Nein. Bei unserem Eingang, die Creeper, die mich verfolgt haben. Ah, ja. Mhm. Das ist aber nicht bei uns am Eingang jetzt explodiert, oder? Nee, nicht bei uns. Gut. Ich habe gerade das Loch zugemacht. Aber das fände ich irgendwie ein bisschen beschissen. Natürlich wäre das beschissen. Ja. Vor allem da, wo ich gerade das Loch zugemacht habe. Aber weißt du, was ich hoffe? Ich hoffe, die bauen sich nicht wieder so in unsere Richtung, weil dann wäre ich richtig sauer. Weil das haben die ja schon letztes Mal gemacht, nachdem wir ihre andere Base gefunden haben. Hier ist wieder so eine große Schlucht und da ist ein kleiner Creeper und da sind 2 kleine Creeperchen. Und dann gehe ich hier schnell wieder raus. Also die können ja noch... auf welche Renderdistanz habt ihr denn? Auf normal oder auf Fahr? Fahr. Okay, also wir können auch nicht drauf gucken, obwohl wir auch Fahr haben. Und wir sind in der Nähe vom Moor. Okay. Ich wette, die haben sich eingebuddelt, oder? Also werde ich jetzt... Ich wette, die kommen jetzt und sehen mich, wie ich hier oben rumstratze. Ach, komm. Also wenn die auf Fahr sind. Ist der Spawnturm schon so im Nebel oder eher noch nicht so? Du bist neugierig, hab ich schon mal gesagt. Ja, klar. Ihr könnt ja auch ein paar Sachen fragen, gerne. Wo seid ihr denn? In der Nähe vom Moor. Mit Nichtblick auf den Spawnturm. So etwa da, wo, Wald ist. Genau da. Hier ist überall Wald und Moor, oder? Ja, ne? Joa. Eigentlich schon. War das deine Antwort, die du hören wolltest? Ja. Nein, okay. Egal. Das ist muss doof. Einen Baum fällen, der so auffällig ist.
Da könnten sie auch sein. Oder sie sind hier, oder? Das sieht doch echt verdächtig aus.